Hallo, mein Name ist Dominik Michel, Geschäftsführer und Inhaber der Firma SFC Solution for Cars in Berlin. Ich mache seit über 27 Jahren Alarm- und Sicherheitstechnik für Fahrzeuge. Angefangen über Pkw, Motorrad, Boote, Lkw, Wohnmobile. Also alles, mit was man quasi sich fortbewegen kann, exklusiv Flugzeuge. Also die machen wir nicht. Entsprechend Fahrzeugsicherheit im weitesten. Hier speziell Pandora Alarmanlagen und normale GPS-Ortungssysteme bzw. Telematiksysteme, wenn es so in die Richtung Flottenmanagement bei LKWs geht. Heute habe ich hier ein für mich persönlich wunderschönes Auto, das G-Modell 463 in der dritten Generation. Baujahr 2022, Erstzulassung Januar 23. Es ist wirklich ein nagelneues Auto mit gerade mal 200 Kilometer auf der Uhr. Und ich habe neulich aus Zufall bei Facebook so ein bisschen geswiped und bin auf ein Video gestoßen eines Folierers. Und der hat einfach nur gezeigt, wie einfach sich die Blinkergläser oder die Außenblinker auf den Kotflügeln vorne links und rechts wegbauen lassen. Und das haben wir uns entsprechend wirklich mal bei dem Auto jetzt angeschaut. Und ich bin erschrocken, weil ich kann das Ding, zeigen wir euch gleich, wirklich ganz einfach abbauen, den Blinker. Komme danach in das Rathaus rein und habe da auch nämlich viel Steuergeräte. Das heißt, ich habe da auch den Datenbus sitzen. Und jetzt ist es natürlich ein leichtes für den Dieb, dann von außen, ohne überhaupt eine Tür aufzumachen, einen Befehl auf den Datenbus zu geben, über einen Laptop als Beispiel. Auto gehe auf. Ist eine pure Katastrophe. Und deswegen haben wir uns auch da was einfallen lassen. Ja, wie bereits erwähnt, Blinkergläser lassen sich wirklich unheimlich einfach abhebeln. Das heißt, ich gehe hier wirklich mit dem Schraubenzieher, sondern mit so einem Plastikspachtel runter, kann entsprechend den Deckel wegbauen. Und jetzt machen wir mal eins. Wir schärfen mal unsere Alarmanlage. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir haben uns einfallen lassen. Ist mir zu laut. Ihr habt gesehen, in dem Augenblick, wo ich schon den Blinker hochgenommen habe, haben wir einen Alarm geschmissen. Und am Tagesende, wenn jetzt der Julian hier mal reinfilmt, sehen wir entsprechend Steuergeräte, Leitungssätze und dergleichen. Und das ist natürlich eine pure Katastrophe, als dass dann hier wirklich ein Dieb ganz einfach sich Zutritt zum Auto verschaffen kann. Und ihr habt gesehen, ich habe das jetzt relativ vorsichtig gemacht. Ich wollte jetzt nicht irgendwie ein Blinkerglas klauen. Und ich habe gesehen, wie schnell das geht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Dieb, der einfach wirklich mit dem Schraubenzieher oder sonst was rangeht und einfach ploppt das Ding rausbricht, dem ist es ja am Tagesende egal. Auto ganz schnell weg. Das gleiche Problem gilt jetzt natürlich nicht, um Spiegel- oder Blinkergläser zu klauen, beziehungsweise das gesamte Fahrzeug. Viele klauen bestimmt auch diese LED-Scheinwerfer. Und auch hier ist es unheimlich einfach. Ich brauche eigentlich nur diesen Deckel wegzerren, der ist wirklich nur mit Plastikklipsen drin. Danach habe ich 3-4 Schrauben für den Scheinwerfer. Und am Tagesende habe ich als Dieb unheimlich schnell, ohne viel Aufwand, entsprechend die Scheinwerfer im Fahrzeug geklaut. Und auch dagegen haben wir uns geschützt, weil wir den Schocksensor in dem Ding ein wenig höher gedreht haben. Das heißt, wir können, obwohl wir den DMS-Sensor links und rechts auf den entsprechenden Spiegelgläsern unten montiert haben, haben wir gleichzeitig einen gezielten Schocksensor für diesen vorderen Bereich links und rechts am Fahrzeug. Jetzt sind wir uns ja einig, nicht alle wollen Blinker oder Scheinwerfer klauen. Andere wollen vielleicht auch Dinge aus dem Kofferraum rausklauen. Und hier haben wir noch ein Notöffnungsschloss. Das ist ein ganz normaler Schließzylinder. Und auch den kannst du im weitesten wieder entsprechend mit einem sogenannten Polenschlüssel oder mit irgendeinem Dietrichsatz mit Sicherheit relativ einfach aufmachen. Und schon wäre Laptop oder mein Gepäck sogar, wenn ich mit auf Reisen bin, entsprechend auch hier entwendet. Ansonsten, was hat denn die Pandora Elite für uns überhaupt als Vorteile? Wir haben einen 2-stufigen Schocksensor. Wir können 2 DMS-Sensoren anlernen für unsere Absicherung der vorderen Elemente, wie gerade gezeigt. Wir haben einen Neigungssensor, wir haben einen Abschleppsensor, wir haben die Überwachung der Türen und Klappen, Motorhaube, Kofferraum. Wir haben eine zusätzliche externe GSM-Antenne, also auch hier wirklich den bestmöglichsten Empfang, auch wenn ich vielleicht mal mit einem Auto in einem Funkloch stehe oder in einem schlecht ausgebauten GSM-Bereich mich aufhalte. Und wir haben als zusätzliches Gimmick immer im Lieferumfang enthalten die Akku-Bluetooth-Funksirene. Dadurch können wir ja auch die Töne beim Schärfen, Entschärfen ein wenig dezenter und nicht ganz so prägnant einstellen. Und zu guter Letzt natürlich das LoRa-Funkpager-System. Und das wollen wir euch jetzt mal ein bisschen näher zeigen. Dieser LoRa-Funkpager D043 hat entsprechend eine Übersicht der Silhouette als Draufsicht. Wir haben Temperaturzustände, Spritzzustände, Uhrzeitanzeige, wobei da sind wir uns alle einig, das ist nicht sicherheitsrelevant.
Aber in dem Augenblick, wo man jetzt als Beispiel eine Tür öffnet, wird mir entsprechend auch im Pager angezeigt, dass eine Tür offen ist. Und auch hier explizit nicht nur irgendeine, sondern wirklich an der Stelle die Beifahrertür. Wenn wir jetzt also unser Auto ganz regulär verriegeln über die Werksfernbedienung, verschließen wir es, gleichzeitig schaltet sich die Alarmanlage scharf. Und wie ihr gerade gehört habt, der Pager piept im Hintergrund und zeigt mir auch im Status an, dass das Fahrzeug entsprechend geschärft ist. Wenn ich jetzt mein Auto öffne, erlaubt er mir natürlich die Deaktivierung, weil ich zum einen den Bluetooth-Transponder bei mir habe, zum anderen aber auch den Pager. Auch der gilt als Tag sozusagen. Auch der Pager zeigt mir wieder an, Alarmanlage deaktiviert. Ich bekomme in meine App, die ist kostenlos im Download Store erhältlich. Entsprechend hier auch eine Push-Nachricht, Auto geöffnet, geschlossen, verriegelt. Alarm-Statusmeldungen werden mir da auch entsprechend dargestellt. Und insofern ist das wirklich ein sehr, sehr ausgefeiltes und zuverlässiges System. Auch in der App habe ich Statusanzeigen, wie hoch ist mein Kilometerstand, den ich schon gefahren bin, allerhand Anzeigen, Temperaturzustände, Motorraum, Innenraum, Außentemperatur, Betriebsspannung des Autos. Wir haben auch wieder die Statusmeldung, dass entsprechend mein Auto geöffnet ist. Man hat sogar noch die Möglichkeit, eine Draufsicht zu machen. Ich kann sehen, welcher Gang gerade eingelegt ist. Wir sind uns natürlich einig, viele, viele Funktionen und Statusmeldungen hier dienen jetzt nicht unbedingt der Sicherheit. Sollen sie auch nicht. Es ist einfach eher eine Informationsstrategie seitens Pandora. Es ist nichts anderes, als was mir eine originale Connect-Me-App auch anzeigt. Die Frage ist halt immer nur, durch wie viele Apps möchte man sich am Tagesende durchswipen. Und insofern finde ich es recht optisch auch gut gelungen. GPS-Ortung gehört natürlich auch zum guten Ton. Hier sehe ich wirklich punktgenau. Nicht so wie ein Connect-Me-System, nur wenn das Auto fährt und somit die Zündung eingeschaltet ist, sondern auch, wenn mein Auto abgeschleppt wird, live den Status bzw. die Position des Fahrzeugs. Die Schocksensorik kann ich über die App ändern, auch Neigungssensor und Beschleunigungssensor, wenn es hier mal die erforderliche Situation entsprechend mit sich bringt, dass man sagt, ich stehe auf einem Doppelparker und jetzt wird ja mein Auto vielleicht mal nach oben oder nach unten weggefahren. Da macht es natürlich Sinn, eine Neigung oder einen Abschleppsensor vorübergehend zu deaktivieren, aber die Außenhaut nach wie vor natürlich noch über den Schocksensor und logischerweise über die Türüberwachung aktiv zu lassen. Auch hier habe ich entsprechend viele, viele Möglichkeiten. Und wenn ihr da explizite Fragen habt, dürft ihr euch natürlich gerne an uns wenden. Ansonsten ist die Pandora Elite V2 mit Sicherheit das hochentwickelste Alarmsystem, was man heutzutage wirklich in Europa kaufen kann. Man merkt es auch ein wenig am Preis. Aber ich sag mal, ein Auto, was in der Grundbasis wahrscheinlich so um die 180.000 kostet, wie dieser G63, mit Sicherheit gerechtfertigt. Wenn ihr ansonsten weitere Fragen habt, dürft ihr euch sehr gerne an uns wenden, sei es per WhatsApp, sei es per E-Mail. Ihr dürft auch gerne anrufen oder kommt wirklich einfach mal auf einen Kaffee vorbei. Wir versuchen euch da wirklich mit Rat und Tat zu unterstützen und werden mit Sicherheit das passende Alarmsystem für euch finden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag oder Abend. Genießt die Zeit, genießt vor allen Dingen eure Autos und genießt das Wetter draußen. Insofern euer Dominik aus Berlin. Once you cross this world and into that unconscious state, you will vividly be present in everything you see. Closer and closer you go.